Hallo liebe Let's Play, das war ja mal wieder ein toller Start. Hallo liebe Let's Play Freunde, hier sind wir bei Treasure of Hudra und ich habe ja zur Aufstellung abgerufen, aber die Beteiligung war mäßig. Ist egal, aber wie es hat einer Bescheid gesagt, beziehungsweise drauf geantwortet. Das war ja gut, David. Und er war für den Magier. Das klingt okay für mich, also nehme ich ihn doch einfach mal. Wenn jetzt was schief geht, ist natürlich nicht ich schuld und mein schlechter Skill beim Spielen, sondern kann ich alles schön da drauf abwälzen. Er macht jetzt das Tor auf zum Vulcano, also zum Vulkan. Es wird mich zur Oberfläche zurückbringen. Ein Tor. Eine Verbindung zwischen dem Limbus und der Oberfläche. Wenn ich da hineintrete, bin ich fähig, sofort zur Erdoberfläche zurückzukehren. Steh einfach auf der Spitze und du wirst es aktivieren. Wo ist das? Wo befindet es sich? In der nördlich von der Stadt der Kirek. Und los geht's. Tja, so haben wir einen Körper. Und ich vermute mal, dass ich jetzt hier runter muss und das Siegel offen ist. Yep. Anscheinend ist blau geschlossen, rot ist offen. Diesen Platz erinnere ich mich ganz vage. Hier war ich doch schon einmal. Ja. Oh, ich finde die Musik cool. Es klingt so, als ob Kämpfe auf mich lauern. Offensichtlich tun sie das auch. Wie war mein Lieblingswort? Ha, das T. Also T. Zack. Head Attack. T. Ha. Nichts geht über T. Leckeren T. Am besten schwarzer T. Perfekt. Mal gucken. Damit rufe ich das Menü auf. Zack. Na doch, sein Mana. Doch, eigentlich habe ich keine Ahnung, ob sich irgendwas verändert hat. Schon wieder diese kleinen Rabauken. Aber es ist halt das Problem, dass sie schneller angreifen als ich. Aber sobald der Tee kommt, bleibt nur noch Gebäck übrig. Und in der nördlichen, also nördlich von der Stadt, das sollte wohl dann... Mein Gott! Zack, und sterbt doch einfach. Geht doch gepflegt, sterben. Perfekt. Ich weiß nicht, warum jetzt hier auf einmal Gegner auftauchen. Zack. Und Tor Vulcano. Kamelblacks. Ja. Bleib genau dort stehen, du Kamelrücken. Wie bist du hier gekommen? Bist du ein Dämon? Sorg. Gott sei Dank, ist das wirklich der Torvulkan? Woher, du weißt meinen Namen. Wie ich, ich sehe, du bist ein sehr gefährlicher Dämon. Wie würde dir der köstliche, wie würde dir der kalte Stahl schmecken? Gott. Warte, Sorg, ich bin Solent. Nein, du wirst mich nicht hereinlegen, Dämon. Du weißt ja, was mit Lügnern passiert. Mein Schwert. Bitte warte. Es ist schwer zu glauben, aber das ist nicht mein Körper. Nein, natürlich nicht. Du siehst nicht mal ansatzweise aus wie Solent. Aber ich bin, wie auch immer, Solent. Drinne. Sein Geist ist nicht verändert. Was sagst du? Bring mich zu Master Solon. Er wird fähig sein, die Wahrheit zu erkennen. Was? Du weißt über Solon auch. Vielleicht erzählst du wirklich die Wahrheit. Ich bring dich zu Solon. But, falls du nicht Solon bist, you face, also... Du wirst die Konsequenzen erleben. Mein Gott, mein Schwert. Darauf besteht er wirklich. Wir werden sehen. Bewegung now. Ach Gott, ist das schwierig. Beweg dich jetzt. Und Vorsicht. Sonst kommen die Konsequenzen früher, als dir lieb ist. So.
dum, 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 dum. Oh, wer bist du? Meister, ich bin Solent. Solent? Ich habe was auch immer namens Solent. Ich bin er. Er ist immer noch Solent der Weise. Es ist ein Dämon, Meister. Er kommt durch ein Tor. Andere Dämonen werden folgen. Das Tor, ja, das Tor. Ja, das Tor bringt mich zurück vom Limbus. Dein Körper ist nicht der Solens. Meister, du kannst nicht seinen Lügen vertrauen. Gib mir den Befehl und ich hack ihn in Stücke. Mein Gott. Sei ruhig. Es sieht so aus, als würde er der Wahrheit sprechen. Er wurde zum Limbo geschickt, nachdem er von einem Router angegriffen wurde. Dort hat er den Gamorro, den Wächter der Evolution, getroffen und dank ihm war es ihm möglich, diesen temporären Körper zurückzugewinnen. Zurückzukehren, so. Ist das richtig? Ja, es ist es wohl. Die Geschichte wird ich niemanden abkaufen, mal ohne Scheiß, die klingt einfach zu krass. Ja, die Kraft der Netherwelt wächst. Mit der kommenden Calamity. Keine Ahnung, was das heißt. Wir sollten die Mantras verstärken, die das Sanctuary, also diesen Boden, dieses Heiligtum beschützen. Er glaubt immer noch kein Wort. Er spricht nur die Wahrheit, beteuert er. Und so kommt seine Prophezeiung to the pass, also zur Wahrheit. Es gibt immer noch viel, was wir nicht wissen über die Rutras und die Steine. Ja, das ist wohl richtig. Dann sollte er seine Anstrengung verstärken. Du kannst das nicht alles auf deinen Schultern tragen. Du brauchst Begleiter. Zorg, möchtest du Solent helfen? Aber warum? Es ist nicht bewiesen, dass er wirklich der Richtige ist. Jetzt müssen wir losziehen und Leggings finden. Das klingt wie eine Hose, Leggings. Der Heilige Gral wird fähig sein, deinen Körper zu regenerieren. Wirklich? Wenn dein Körper von jemand anderem besetzt wird, musst du den Heiligen Gral benutzen, um diesen Geist zu fangen und wegzuzählen. Also, zu verbannen, genau. Nur dann wirst du fähig sein, das zurückzufordern, was dir gehört. Zorg joins the team. Also er tritt uns bei. Yay. Damit haben wir einen Nahkämpfer. Rest ist dann mein gutes Angebot. Zack. Warum hat er rote Augen? Und nochmal einmal das Save. Stimmt ja, das letzte Mal habe ich gar nicht gespeichert. Day 6, noch 10 Tage. Ich hätte schwören können, es waren nur 14. Ach ja, das mit der Lava, die macht mir ja nichts aus. Jetzt ist die Frage, wo zum Teufel finde ich Leggin? Ha. Ach Gottchen. Zack. Tee. Wow, er hat überlebt. Normalerweise ist doch Tee alles tötend. Und wir sind nicht mal wirklich stark. Na gut. Ah. Mantra. Nein. Tee. Ha, guck. Da, ich habe ein paar neue Menüpunkte entdeckt. Blöder Vogel. Zack, 22 Ragu. Ach, ein Ragu, das wäre jetzt echt geil. Ach, in der Kiste standen nur Dinge drinnen. Und hier ging es Richtung Ausgang. Gott, die haben echt damals eine seltsame Art von Musik in die Spiele eingebaut. Ich meine, hier die Kampfmusik, die klingt rhythmisch schon gut, aber diese Vulkanmusik, ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Jetzt hat sie ihren Ton verändert.
bin ja beinahe davon überzeugt zu glauben, dass das alles ein Fehler ist. Und wenn ich mich recht entsinne, mittlerweile ist ja schon eine Weile her, spiele ich ja gerade eigentlich nur nicht das Originalspiel, sondern ein Patch, einen Englisch-Patch. Yep, das war's doch. Englisch-Patch. So, dass es ja eigentlich nie außerhalb von Japan rauskam, obwohl es ein tolles Spiel ist. Das ist es wirklich. Wobei ich immer noch der Meinung bin, der Held, der ist einfach so dusselig. Und es ist schon wieder Abend. Oh Gott. Nur noch 9 Tage bis zum Kataklysm. Oh. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss Leggen finden. Vielleicht finde ich in dem Dorf eine Spur von Leggen. Ah, das klingt gerade so idyllisch, oder? Das plätschernde Wasser. Das Zirpen der was auch immer. Ich kann das leider nicht beschleunigen, daher müssen wir es einfach genießen. Und zack. Port Town. Ach ja. Hat sich alles zum Positiven verändert? Ha, ein Event. Ja, Leggen, das war ja einfach. Zork, was bringt dich hierher und wer ist der große Typ? Es ist eine lange Geschichte, aber Master Solon sagt, beschütze Soland. Soland bedeutet, dass sie ihn endlich gefunden haben. Es ist schwierig, aber du musst mir glauben, ich bin Soland. Ist das ein Witz? Die ganze Geschichte scheint ein großer Fehler zu sein. Den Soland, den wir suchen, ist ein anderer Mann. Kein Fehler, Doktor. Ich bin der wahre... Ich bin der Soland, den ihr kennt. Das bedeutet das. Ja, Sorg, was ist los mit diesem Typen? Wieso sagt er so seltsame Dinge? Ha. Lolo. Sir. Ich hatte noch nie die Chance, mich zu bedanken für das Retten von mir. Über was... was redest du da? Er hat nichts mit deiner Rettung zu tun? Kannst du das nicht sehen? Das ist Soland, der Mann, der mich gerettet hat. Wie kannst du das sagen, Lolo? Er sieht vielleicht anders aus von außen, also... Mein Körper sieht anders aus, aber der Geist ist immer noch derselbe. Du bist definitiv der Mann, der mich gerettet hat. Von den Puppen. Welchen Puppen? Also bist du... Unglaublich, du bist dir wirklich sicher, dass er Soland ist? Ja, es ist richtig, was auch immer... So hast du einen anderen Körper genommen. Hast du? Ja, hat er. Aber wie ist Lolo fähig, das zu sagen? Wie ist Lolo fähig, seinen aktuellen Geist zu sehen? Gott, Gott, Gott. Wie könnte ich nicht? Er ist wirklich er. Aber selbst Master Solon war nicht fähig, seinen Geist zu sehen. Junge, so steht das auf Deutsch. Junger Bub, sagen wir es mal so. Deine Kräfte sind nichts anderes als was auch immer. Ja, ungewöhnlich, glaube ich mal. Wo bekamst du diese Fähigkeit zu sehen? Ich kann es immer noch nicht glauben. Das ist das Leben. Ich muss, Gottchen. Das Problem ist nicht mal, meistens nicht das Übersetzen, sondern dieses, englische Grammatik während des Übersetzens zeitgleich ins Deutsche umzuwandeln. Ich glaube, ich rede die ganze Zeit nur grammatischen Unsinn. Was ist das geil? Naja.
Das, so, das nenne ich einen Freund. Nur Lolo ist fähig, mein wahres Ich zu sehen. Die Dinge sind nun deutlich kritischer. Irgendwelche verrückten Biester haben Lord Eriamis Göttchen Villa übernommen. Ein Biest. Die Wächter, die überlebt haben, sagten, es sah aus wie eine große Eidechse. Also seid vorsichtig, wenn ihr in diese Richtung gehen wollt. Legend joins the team. Lolo joins the team. Yay. Okay, ich glaube, damit war so dezent darauf hingewiesen, wo ich denn als nächstes hin muss. Ganz dezent natürlich. Das ist nicht der Laden. Ich brauche vielleicht ein paar neue Rüstungen und so weiter. Zack. Guck, gehen wir erstmal zu Equip. Perfekt. Hat ja gar nichts equipped. Zack. Nix Helmet. Okay. Er kann kein Schild. Ha. Okay, er kann. Er scheint auch magischer Natur zu sein. Oh Gott, aber er ist schwach ohne Ende. Okay, schauen wir mal. Das macht ihn nur schlechter. Das macht alle nur schlechter. Das macht ihn mal stärker. Das Geld habe ich auch nicht für. Dafür habe ich das Geld. Dafür habe ich nicht das Geld. Ha. Tja. Gut, er hat 28. Ich sollte den Jungen vielleicht irgendwas geben, damit er stärker wird. Na, sieht sehr amüsant. Wahrscheinlich, weil das ein Zweihänder ist. Es steht aber nirgendwo nie da. Och, das ist so gemein. Den Buckler benutze ich nicht. Den behalte ich mal einfach. Okay. Mehr kriege ich wahrscheinlich jetzt einfach nicht auf die Reihe. Ich habe zu wenig Geld. Mal wieder. Und jetzt probiere ich doch einfach mal nach diesem Biest zu sehen. Ich habe eine ganz dumpfe und böse Ahnung, was das für ein Biest ist. Wahrscheinlich ist es im schlimmsten Fall der Rudra. Oh, Bienen. Yeah. Zack. So. Zack. T. Damit sind jetzt alle richtig verteilt und ich sollte in Zukunft keine Probleme haben, dass mir irgendwelche Jungs, die aus irgendeinem Grund hier dabei sind, sterben. Ja, ich habe auch direkt hingefunden. Ich bin ja glücklich. Zack. Ha, das Biest. Ein Hund. Wow. Geiler Scheiß. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Hier drüben sieht es doch aus, als... Ha, warte mal, der Hund, der zeigt mir was. Oder auch nicht. Okay. Mhm, ja, vielen Dank, wahrscheinlich habt ihr das jetzt gehört. Aber ganz der Profi tue ich so, als wäre nichts passiert und hoffe, ihr habt es nicht mitbekommen. Also okay, ich muss da irgendwie rein. Aber wie? Ha, wusste ich's doch. Ein Purifier, was auch immer das nochmal war. Eine Cosmogun. Das nehme ich irgendwie an ein. Na, ich sag's mal lieber nicht. Perfecto Mundo. Mehr Schaden, das ist immer was Gutes. Eine Hektor-Rüstung. Zack, und die will ich mal den Jungen geben. Der die nicht tragen kann. Aber ja, vielleicht bringt das mehr. Hektor-Rüstung. Und kann er das Schild endlich tragen? Nein, kann er nicht. Aber ich sehe schon, bevor wir uns weiter in die Tiefen
dieses Schlosses hineinwagen, muss ich doch sagen, das war Treasures of Rutra für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann demnächst mit wahrscheinlich diesem Spiel. Bye bye.